Hallo liebe Freunde und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben, heute zum Thema Auswanderung nach Asien. Ich bin von einem Zuschauer unter einem der letzten Videos gefragt und gebeten worden, Klaus, mach doch bitte mal ein Video zum Thema Auswanderung nach Indonesien. Und ich habe mich entschlossen, dass ich dieses Thema in diesem Video etwas breiter adressiere und gesagt, ich mache nicht nur Indonesien, ich mache auch Thailand, ich mache auch Sri Lanka, ich mache die Philippinen, ich mache Taiwan, ich mache Indien. Das sind alles tolle Länder und das sind Länder, wo ich zum großen Teil gewesen bin und auch Business gemacht habe, oft und lange und verschiedenste Erfahrungen sammeln konnte. Aber eine Erfahrung habe ich überall immer für mich selber gemacht. Ich bin nirgendwo wirklich jemals angekommen oder habe für möglich gehalten, dort anzukommen. Die Menschen sind alle total nett, die Menschen sind total freundlich. Ich nehme mal China aus, da ist das nochmal etwas anders. Aber selbst in Taiwan sind die Menschen sehr nett, freundlich, höflich, sehr formalisiert, sehr strikt, aber man hat kein Problem, mit den Menschen zu interagieren. Aber meines Erachtens hat man ein Riesenproblem, dort anzukommen. Mal abgesehen von den ganzen Einwanderungshürden, die es gibt, die kann man alle überwinden. Man kann in jedes Land reinkommen und man kann in jedem dieser Länder wunderschön leben. Natürlich ist es toll, in Indonesien am Strand zu chillen, auf Bali ein tolles Leben zu führen. Natürlich ist es toll, in den Philippinen mit seinem Geld sehr weit zu kommen. Das gleiche gilt für Thailand, das gleiche gilt für Sri Lanka, das gleiche gilt für alle Länder in Asien. Vietnam ist auch ein Land, was toll und wunderschön als Land ist. Aber selbst wenn du dorthin auswanderst, selbst wenn du dort ankommst, selbst wenn du dort ankommen willst, wirst du immer Ausländer sein und Ausländer bleiben. Und das haben mir wahrscheinlich über 100 Menschen im Laufe der Jahre geschildert, dass sie sich immer fremd gefühlt haben. Menschen, die Inderinnen, Thailänderinnen, Indonesierinnen geheiratet haben. Menschen, die dort in die Familien in Häkchen aufgenommen wurden. Sie sind immer die Fremden geblieben. Ich weiß von einer Frau, die nach Thailand ausgewandert ist und auch Thai gelernt hat, wo viele dann nicht wussten von den Verwandten, dass sie Thai spricht, dass sie immer wieder betroffen war, wie die Verwandten, wenn sie meinten, dass sie sie nicht versteht, über sie redeten. Und dann andersrum wieder total freundlich waren, so wie die Thais sind. Die Thais sind tolle Menschen. Aber die Thais als Bevölkerung, als Gruppe, als Land, weisen alles immer dem Ausland zu. Immer sind die Fremden schuld, immer sind alle schuld. Thailand ist nie jemand schuld. Tolles Land. Auch Gesundheitsversorgung ist in diesen Ländern toll. In Indien, in Sri Lanka, in Thailand, in China. Super. Wunderbar. Aber du wirst nie ankommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, so what? Ich lebe als digitaler Nomade. Ich bin auf mich gestellt. Ich komme mit mir alleine klar. Wunderbar. Dann ist das für dich vielleicht eine Lösung und eine Destination. Ich weiß aber, dass viele auch, gerade in meinem Alter zum Beispiel, sagen so, ich habe jetzt 2000 Euro Rente, in Thailand ist das ganz weit, da kann ich mit einer jungen Frau nochmal durchstarten. Da kenne ich auch wenigstens 10 Leute, die das heute nicht wieder so tun würden. Und es gibt dort sehr, sehr viele unzufriedene Menschen, die gerade aus Thailand weiterwandern wollen. Mich erreichen jede Woche, das ist unterschiedlich, mal einer, mal fünf, letzte Woche 3 Nachrichten von Menschen aus diesen Ländern, die sagen, hey Klaus, wie komme ich am besten nach Mexiko, wie komme ich in die USA, wie komme ich nach Kanada, wie komme ich nach Australien, wie komme ich nach Neuseeland, egal wohin, aber es wollen viele auch wieder weg und die Rückwanderung aus diesen Ländern ist hoch. Und das muss man einfach wissen. Wenn du jetzt sagst, ja, okay, trotzdem sag mir, wie das oder jenes geht. Es gibt für alles eine Lösung.
Es ist zum Beispiel der Eigentumserwerb, der Grunderwerb in diesen Ländern irgendwas zwischen unmöglich in China bis sehr schwer in den anderen Ländern. Es ist nirgendwo wirklich einfach für dich als Europäer. Wenn du inländische Angehörige hast, ist das wieder was anderes. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr, sehr viel schwerer, in diesen Ländern anzukommen und heimisch zu werden, als in, sagen wir mal, mittel- und südamerikanischen Ländern, als in europäischen Ländern, wohin ich nicht auswandern würde zurzeit. Und selbst da ist eine Auswanderung immer noch mit großen Integrationsaufgaben, mit großen Hürden, die du als Auswanderer überwinden musst, verbunden. Es ist nirgendwo so, in keinem Land der Welt, auch in denen, wo es leichter ist, sich zu integrieren, dass die Leute sagen, hurra, du kommst endlich und super und wir haben auf dich gewartet. Nein, du musst auf die Menschen zugehen, natürlich. Aber dieses Zugehen ist in diesen asiatischen Ländern einfach anders als in, sagen wir jetzt mal, mittelamerikanischen und südamerikanischen Ländern, wobei es da auch große Unterschiede gibt. Es ist mit Sicherheit wesentlich einfacher, in Mexiko anzukommen und angenommen zu werden, wobei die Mexikaner da auch dann nochmal eine Mauer um sich herumziehen, als in Peru und in Chile und in Argentinien in manchen Gegenden. Das ist dann auch lokal nochmal unterschiedlich. Und insofern ist eine Auswanderung nach Asien meines Erachtens eine nicht einfache Entscheidung, wenn man die wunderschönen Landschaften, die absolut freundlichen Menschen, die tolle Kultur, das in aller Regel hervorragende, oftmals alternative Gesundheitswesen, wenn man das ein bisschen zur Seite schiebt als die Pluspunkte, und es gibt noch viele Pluspunkte mehr, bitte nicht falsch verstehen, dann muss man beim Thema Auswanderung immer, das ist zumindest meine Interpretation, über das Thema Integration am Zielort nachdenken. Und wenn dir das irgendwie wichtig ist, dann ist Asien ein verdammt schweres Land. Wenn du mit Kindern auswanderst, ist es, oder als Familie, ist es nochmal deutlich schwieriger. Und vor dem Hintergrund möchte ich ganz klar zum Ausdruck bringen, eine Auswanderung nach Asien ist möglich. Man kommt auch im Augenblick, wenn man weiß, wie es geht, noch überall rein. Es gibt immer Wege, es gibt immer Lösungen, die lege ich jetzt nicht alle hier bewusst offen, weil wenn die Tricks und die kleinen Kniffe alle bekannt sind, dann gehen manche Dinge nicht mehr. Aber es geht grundsätzlich, ich sag mal, bis auf Nordkorea so ziemlich überall immer noch rein. Auch nach Australien kommt man nach wie vor problemlos rein. Nach Neuseeland geht das, wenn man weiß, wie es geht. Also das geht, aber das ist nicht die Frage. Die Frage bei einer Auswanderung ist wirklich immer, und das müsst ihr immer bedenken, wie kann ich mich am Zielort integrieren? Und das ist wirklich, Asien ist dabei wirklich die Königsdisziplin der Auswanderung. Mal abgesehen davon, dass du natürlich offen sein musst, dass du frei sein musst in deinen Gedanken, dass du bereit sein musst, dich anzupassen und alles, was du bisher gelernt hast, hinter dir zu lassen, lassen wir das alles beiseite. Wenn wir das alles beiseite lassen, bleibt immer noch, Asien ist nach meiner Einschätzung, und ich habe in meinem Leben knapp 70 Länder der Welt gesehen, das ist nicht so viel wie andere, aber mehr als die meisten, Asien ist die schwerste Region, um auszuwandern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, dann abonniere bitte meinen Newsletter, da erhältst du viel mehr Informationen zum Thema Auswanderung und zum Thema grenzenloses Leben. Lass diesem Kanal, der von YouTube nicht gern gemocht wird, bitte ein Abonnement da, damit er trotzdem bekannter wird. Empfehle ihn auch bitte weiter, und hier oben auf Telegram, da findest du alle Informationen von grenzenlos Leben, auch die Videos auf LBY-TV und Odyssey, die immer zensiert werden. Auch die Tagesgedanken von mir, die vielen von euch gut gefallen. Und auch immer wieder Links auf individuelle Artikel von Grenzenlos Leben. Freue mich, dass du reingeschaut hast.
freue mich, wenn es dir gefallen hat. Mach das Beste draus. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.